Park. Guter Pass und war das Offside oder nicht? Nein, nein, nein. 1:0 für Rapid in der 21. Minute der zweiten Hälfte. Torschütze. Noch einmal. Ich glaube, es war Reinhard Hinnerst, aber lassen Sie noch einmal schauen. Also für Rapid nach 20 Minuten, der zweiten Hälfte, und damit ist die Hälfte des Werks getan. Kapitän Herbert Weber. Oh, gute Aktion! Um Himmels Willen, der neue Mann, die Nummer 14, Kühn. Zuerst hat der Posten zweimal scheinbar gerettet. 1:1, eine Backstellung in der 25. Minute, der zweiten Hälfte. Eine ideale Kombination einmal der Sachsen. Die Rapid-Abwehr ist etwas offen. Und zwar 3 gegen 2. Kühn schießt erst an den linken Pfosten, Ball an den rechten. Und der Ball prallt dann noch über die Linie. Kühn, Pfosten links, Pfosten rechts. Und Tor. Gibt's denn das? Genau 2 Minuten vor Schluss. 2 Minuten vor Schluss geht Lok Leipzig mit 2:1 in Führung. Und das wird sehr, sehr schwer aufzuholen sein. Noch einmal die Aktion. Es war der Dauerdruck, der einfach zu diesem Tor führen musste. Richter verfehlt den Ball und es steht 2:1. Das ist doppelbitter, wenn man so knapp vor dem Penaltyschießen noch ein Tor bekommt. Ich glaube, es war Bredo, die Nummer 6. Bittere Enttäuschung für Rapid.